Moin und herzlich willkommen zur 67. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Montag, der 6. Juni 2011 und die Märkte, die Edelmetalle, sind wirklich schwer zu traden und gleichzeitig erweist sich die Marke von 15,50 per Tagesschlusskurs, wohlgemerkt hatte ich Ihnen gesagt, per Tagesschlusskurs nach wie vor als extrem harter Brocken. Gold macht heute ein höheres Tief und ein höheres Hoch. An sich sehr schön. Aber wir sind hier hochgelaufen, haben die 1550er Marke nach oben durchbrochen, sind sogar eine Stunde oder anderthalb Stunden drüber geblieben und kommen dann aber sofort runter und sind aktuell bei 1545. Die Stochastik ist aktuell die K-Linie bei 80. Das heißt, wir halten gerade noch so die absolut bullische Formation mit K- und D-Linie umeinander geschlungen. Das Momentum, Sie wissen, montags wird das hier nicht angezeigt, geht schon nach unten. Wir hatten am Freitag einen Wert von 49, jetzt kommt er nach unten, ist aktuell bei 47. Das Momentum zeigt eine Bewegung nach unten. Warum sage ich, die Märkte sind schwer? Oder die Edelmetallmärkte sind schwer? Schauen Sie, hier hatten wir ein Dreieck, eigentlich ein bärischer Keil. Wir gehen aber da drüber, wir sind oberhalb aller gleitenden Durchschnitte, wir waren hier eingepfercht, wunderbarer Ausbruch, Retest, sehr schön, was man hier für einen Swing traden konnte. Dann kommen wir runter, sind zwischen der 20er und 50er gefangen, gehen ein bisschen hoch, kommen runter, brechen die Trendlinie, kommen aber wieder auch drüber, gehen zwar über die 20-Tage-Linie, hatten aber Widerstand bei 15,30, jetzt kämpfen wir mit der 15,50. In meinem Dafürhalten kein Markt, den man aktuell shorten kann, da man oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte ist. So wie ich den Chart trade, gehören mir nicht die Tops und mir gehören auch nicht die Tiefs. Mir gehört der Trend. Wenn einmal der Trend ins Laufen gekommen ist, dann steige ich gerne auf den Zug auf. Es gibt Leute, die das anders traden. In meinem Dafürhalten ist das kein Markt, den man aktuell shorten sollte. Aber man sollte auch vorsichtig sein. Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass die 15,50 ein harter Brocken sein wird. Ich habe heute zwischenzeitlich wirklich gedacht, dass die 15,50 genommen wird. Aber, entschuldigen Sie, ich wollte den Tagesschlusskurs abwarten und wir haben diese Marke nicht bestätigt bekommen. Sollten wir die 15,50 per Tagesschlusskurs nehmen, dann nochmal, die nächste Marke ist bei 15,63 und darüber geht es in Richtung 15,75. Auch wenn wir hier drüber kommen sollten, muss man wirklich vorsichtig sein. Wir haben hier eine gebrochene Trendlinie zum einen und zum anderen ist es so, dass wir jetzt hier diese bullische Formation bei Stochastik verlieren, dass das Momentum schon langsam nach unten zeigt und diese Kerze, wenn sie noch ein bisschen weiter nach unten kommt, aber so auch, ist eine sogenannte Shooting Star Kerze, ist eine Reversal Kerze, braucht aber eine Bestätigung mit einem tieferen Schlusskurs unterhalb dieser Kerze. Wir gehen mal eine Zeiteinheit runter, nämlich in den 3-Stunden-Chart. Ich hatte Ihnen im Video von gestern gesagt, dass es sein kann, dass Silber hier unterhalb dieser Trendlinie sich nach oben bewegen wird und dann wird man abwarten müssen, was Silber mit diesem Kreuzwiderstand macht, nämlich aus dieser Trendlinie und dieser Trendlinie. Und was machen die Goldbullen? Die Goldbullen brechen diese Linie nach oben, aber die schaffen es nicht, hier eine Bestätigung nach oben zu bekommen. Wirklich wichtiger Widerstand gewesen und wir kommen jetzt hier runter. Unterhalb beider Trendlinien. Jetzt haben wir diese Trendlinie nach unten verlassen, haben sie nach oben verlassen. Damit hat sie für mich an Validität weitestgehend verloren. Und ich habe nun hier im 3-Stunden-Chart eine neue Trendlinie gezeichnet. Körper, Schatten, Körper, Körperberührung und wenn ich die Linie dupliziere, die ist dupliziert, die Linie. Dann haben wir jetzt einen Kanal, in dem wir uns bewegen und am morgigen Tag verläuft diese Linie, diese Trendlinie zwischen 15,36 und 15,39. Horizontale Marken für Gold, nach oben hin 15,49, 15,50, darunter immer wieder besprochen 15,32, darunter kommt dann die 15,17 und darunter haben wir die 14,98. Ich bin immer wieder gebeten worden, unten im Textfeld nochmal die Marken schriftlich aufzuschreiben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wenn ich nach 10, 12 Stunden Arbeitstag, was ich so in der Regel hinter mir habe, nach Hause komme und dann
diesen Chart mache, dass ich dann nicht noch die Marken aufschreiben werde. Seien Sie so nett und schreiben sich die Marken selbst auf, da wäre ich Ihnen extrem verbunden. Zusammenfassend für Gold. Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich hier sehr viel am Sonntag, dass ich sehr viel Stärke hier im Markt sehe. Die Stochastik geht ein bisschen nach, das Momentum geht ein bisschen nach. Wir verlieren ein bisschen an Stärke. Wir machen hier zumindest entweder eine Spinning-Top-Kerze, also eine Doji-Kerze am Ende eines Runs oder eine Shooting-Star-Kerze, das muss man abwarten. Und wir scheitern am Versuch, über die 1550 zu kommen. Das heißt, wir verlieren ein bisschen an unserer Stärke, sind aber nach wie vor oberhalb aller gleitenden Durchschnitte. Dieser Markt hat große Widerstände vor der Brust, hat aber auch viel Unterstützung nach unten. Es ist absolut in Ordnung, wenn Sie aktuell keine Position in diesem Markt haben und es mal weiter abwarten, ob Gold diese Widerstände ausräumt. Selbst wenn wir sie ausräumen, wie gesagt, 12 Punkte drüber wartet der nächste Widerstand bei 1263 oder 62 und nach unten haben wir sehr viel Unterstützung. Schauen wir auf Silber. Bei Silber hatte ich Ihnen diese Wimpelformation, diese bärische Wimpelformation aufgezeichnet. Und wenn Sie sich ansehen, wo Silber heute stehen geblieben ist, ziemlich genau hier an dieser Trendlinie. Ob diese Trendlinie wirklich absolut valide ist, weil das hier nicht so ein richtig Swing Low ist für mich oder nicht, sei dahingestellt, die können wir entfernen. Wichtig ist wirklich diese obere Trendlinie und wie weit Silber da nach oben kommen wird. Hier im Bereich von 37,80, 37,70 wartet wirklich großer Widerstand auf Silber. Das muss man wissen. Die Stochastik zeigt hier, geht noch weiter nach unten. Die K-Linie, die war bei 50, jetzt ist sie aktuell bei 45. Und das, auch das Momentum zeigt hier noch weiter nach unten. Auch wenn das hier nicht grafisch abzubilden ist, hier parallel verlaufend und jetzt geht sie noch ein Stück weiter nach unten. Silber hat in meinem Dafürhalten neben der Marke, die ich Ihnen gerade genannt hatte, sowohl bei 38,50 als auch später bei 39,20 extrem viel Widerstand vor der Brust. Nach unten hier haben wir jetzt zumindest aktuell die 20-Tage-Linie hinter uns gelassen, die bei 36,38 läuft. Darunter bei 35,90 läuft die 100-Tage-Linie. Bei 36 haben wir auch diese wichtige horizontale Unterstützung und nach unten hin, hier in diesem Bereich von $34 bis $33 ist extrem viel Unterstützung. Sie kennen diese lilane Trendlinie, die seit August 2010 valide ist. Hier Berührung, dort Berührung am 28. Januar, am 27. Januar. Und hier war der Schatten da dran. Das heißt, auch Silber hat sehr viel Widerstand nach oben, aber auch sehr viel Unterstützung nach unten, wobei aber Silber insgesamt sich deutlich weniger stark präsentiert als Gold. Jemand hatte mir zuletzt eine E-Mail geschrieben und sich darüber beklagt, ich würde immer sagen, da wäre Widerstand und hier wäre Unterstützung und da wäre kein Trend und hier würde man keinen Einstieg finden, ob ich denn überhaupt traden würde. Es gibt ja nicht nur Gold und Silber. Das, was man hier sieht, kann man ja auf jeden Chart anwenden. Es gibt so viele unterschiedliche Währungen, man kann die Indizes traden. Wenn Sie hier bei Silber wirklich einen Trend erkennen können, lassen Sie es mich wissen. So einen richtig sauberen Trend sehe ich hier nicht. Wie gesagt, dass wir hier nach unten kommen werden, in Richtung 34, ist in meinem Dafürhalten deutlich wahrscheinlicher, als wir hier nach oben laufen werden. Aber es geht nicht darum, was ich für wahrscheinlich halte, sondern was wirklich sauber im Chart steht. Und so richtig sauber sehe ich hier aktuell nichts. Insofern auch bei Silber nach wie vor, wenn man die Hände in den Taschen hat und keine richtige Position hat, absolut in Ordnung. Es gibt ganz viele, die jetzt der Meinung sind, dass der Ausbruch bei Silber sofort kommen wird. Ich bin, was das angeht, wirklich extrem vorsichtig. In diesem Sinne, bitte empfehlen Sie diese Seite weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Traden für den morgigen Handel. Wolke Pink.